Die Parlamente, Herzkammern der Demokratie. Mittendrin sitzen sie bereits, Abgeordnete der AfD. Doch sie wollen längst mehr. An die Hebel der Macht. An die Regierung. Nächstes Jahr holen wir uns 3 Landesregierungen und dann geht's weiter. Danke euch! Ministerpräsident Björn Höcke und Kanzlerin Dr. Alice Weidel, dann wird aufgeräumt. Jetzt sind wir in das Stadium des Vorbürgerkriegs eingetreten. Die AfD an der Macht. Der Staat in der Hand von Rechtsextremisten. Was würde das ganz konkret bedeuten? Für Demokratie, für Meinungsfreiheit, für soziale Gerechtigkeit. Wir wagen ein Experiment, einen Blick in die Zukunft, mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Wie sähe dieses Land unter einer AfD-Regierung aus? Was wäre, wenn? Die künstliche Intelligenz ChatGPT-4. Ein Programm, das auch Zukunftsszenarien entwerfen kann. Denn ChatGPT wurde mit Millionen von Daten gefüttert. Mit Texten, Büchern, öffentlich zugänglichen Informationen. Das heißt, ChatGPT kennt auch die Programme der AfD, weiß, was AfD-Politiker sagen und schreiben und was über die Partei berichtet und geforscht wird. Kann die KI mit all diesem Wissen vorhersagen, wie ein Land unter einer AfD-Regierung aussehen würde? Was wäre, wenn Sie im Osten Landtagswahlen gewinnen? Einen oder mehrere Ministerpräsidenten stellen? Wenn aus Parolen Gesetze werden? Was würde sich in einem AfD-Staat ganz konkret verändern? Zum Beispiel in der Migrationspolitik. Wir beginnen unser Experiment und fragen die künstliche Intelligenz ChatGPT nach einem fiktiven Zukunftsszenario. Schreibe eine Drehbuchszene. Die AfD regiert in Deutschland und hat ihr Konzept der Remigration durchgesetzt. Welche Auswirkungen hat das? Wie hat sich das Land verändert? ChatGPT antwortet und schreibt wortwörtlich folgende Szenen. Die Kamera schwenkt über einen großen öffentlichen Platz in Berlin. Einige Geschäfte sind geschlossen, viele mit Brettern vernagelt. Ein modernes Büro, jedoch viele leere Schreibtische. Ein Mittelaltermanager spricht besorgt mit einem Kollegen. Der Manager: Die Abwanderung von Fachkräften und kreativen Köpfen hat uns hart getroffen. Unsere Wirtschaft leidet enorm. Ein Klassenzimmer, in dem die Lehrerin vor einer kleineren Klasse von Schülern steht. Die Lehrerin: Wir werden heute über die Veränderungen in unserer Gesellschaft sprechen. Wie fühlt ihr euch dabei? Tom: Es ist seltsam. Einige meiner Freunde sind nicht mehr hier. Sie mussten mit ihren Familien gehen. Ich vermisse sie. Menschen, die das Land verlassen müssen? Was die KI beschreibt, nennt die AfD Remigration. Und die beträfe Millionen. Wir werden auch ohne Probleme mit 20-30% weniger Menschen in Deutschland leben können. Auch der EU-Spitzenkandidat der AfD, Maximilian Krah, schreibt von bis zu 25 Millionen Menschen, die man dazu bringen müsse, das Land zu verlassen. Weil sie für ihn nicht hierher gehören. Man ist eine Gemeinschaft an einem Ort, eine Gemeinschaft der Ähnlichen. Und ähnlich ist man geworden über kollektive Selektionsprozesse. Man werde nach der Regierungsübernahme den Assimilationsdruck erhöhen, heißt es bei Björn Höcke und anderen AfD-Spitzenpolitikern. Den Druck erhöhen, damit Millionen das Land verlassen? Wir reisen nach Thüringen. Hier könnte Höckes AfD im September die Landtagswahl gewinnen. Wir wollen wissen, wie realistisch sind die Zukunftsszenarien der KI? Und was bedeutet das für Menschen, die ganz unmittelbar von der Politik der AfD betroffen wären? Familie Hassan wohnt in einer kleinen Stadt in Thüringen. Eigentlich heißen sie anders, möchten aber nicht erkannt werden.
aus Angst vor Angriffen. Vor 6 Jahren sind sie aus Libyen nach Deutschland geflüchtet. Hier wohnen sie in einer kleinen Wohnung, deren Zustand ist ohnehin schlecht. Seit Monaten leben sie nun auch noch mit zerstörten Fenstern. Sie haben uns 3-mal angegriffen. Anfang 2023 haben sie das Fenster kaputt gemacht. Meine Kinder schliefen. Die Glasscheiben hätten eines von ihnen treffen können. Das 2. Mal war im Juni. Das 3. Mal, als sie ein Fenster einwarfen, schlief mein Mann in dem kleinen Raum. Sie riefen: Ausländer raus, Ausländer raus. Selbst in ihrem Zuhause fühlen sie sich nicht mehr sicher. Draußen aber sei es noch schlimmer. Die Kinder erzählen von Angriffen in der Schule und auf dem Heimweg. Die warten immer auf mich und die werfen Steine, die schlägen mich, die treten mich, die klauen meine Sachen. Ich wollte nach Hause gehen und dann hat mich halt so eine Jungsgruppe wieder befolgt, haben mich angegriffen mit Steinen. Und dann bin ich halt weggerannt und heulend nach Hause gekommen. Vor Angst. Die schreien ja rum: Ausländer, ihr sollt raus. Keiner will euch hier. Mich macht's einfach kaputt, wenn ich immer wieder sowas erlebe. Aber ich versuche immer stark zu bleiben. Weil ich habe viel erlebt. Den Druck auf Migranten erhöhen? Kein Zukunftsszenario, schon Gegenwart. Was die Familie heute erlebt, würde sich unter einer AfD-Regierung weiter verschärfen, sagt der Soziologe Matthias Quent. Er forscht seit Jahren zur AfD und rechtsextremen Ideologien. Es entsteht ein Gefühl, vielleicht sogar eines Tages von den staatlichen Institutionen entsprechend rassistisch verfolgt zu werden, wenn die AfD die Macht übernommen hat. Und auf der anderen Seite bei potenziellen Täterinnen erfolgt damit ein Legitimierungseffekt, dass man also der Meinung ist, ja okay, also wenn das öffentlich gesagt wird, wenn die AfD mit einer solchen Agenda Wahlen gewinnt, warum soll ich mich da noch zurückhalten? Warum ist dann mein Handeln illegitim? Druck und Ausgrenzung gegenüber Menschen, die für die AfD nicht hierher gehören. Eine AfD an der Macht? Wen würde das noch treffen? Was ist mit denen, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind, die von Armut betroffen sind? Wie würde sich der Sozialstaat unter einer AfD-Regierung verändern? Wir lassen die künstliche Intelligenz einen weiteren Blick in die Zukunft werfen. Und fragen: Die AfD regiert seit einiger Zeit. Was hat sich am Umfang der Unterstützung für arme Menschen verändert? In einem karg eingerichteten Raum des Sozialamts sitzt Karin. Gegenüber von ihr sitzt Herr Meier, sichtlich besorgt. Karin: Herr Meier, ich verstehe Ihre Situation, aber seit die AfD an der Macht ist, wurden die Unterstützungsleistungen drastisch gekürzt. Herr Meier: Aber was soll ich denn tun? Ich finde in meinem Alter keinen Job mehr und meine Rente reicht vorne und hinten nicht. Karin: Die Mittel für arbeitslose Rentner und sozial Schwache wurden stark reduziert. Ich kann Ihnen nur noch minimale Unterstützung anbieten. Herr Meier verlässt das Sozialamt. Die Straße ist geprägt von Menschen in ähnlichen Situationen. Einige stehen in langen Schlangen vor Tafeln. Mehr Armut durch eine AfD-Regierung? Weniger Unterstützung für Arbeitslose? Wer arbeitet, ist der Dumme. Unsere Gesellschaft basiert auf einem ständigen Geben und Nehmen. Nur im Bürgergeld. Da gibt man gar nichts. Und man bekommt trotzdem. Ihr Bürgergeld treibt die Sozialkrise auf die Spitze. Die Fleißigen werden bestraft. Wir sind bei der Tafel in Sömmerda in Südthüringen. Hier arbeitet Antje Strach. Schon jetzt würden Menschen verurteilt, die hierher kommen, weil sie schlicht zu wenig Geld zum Leben haben. Ja, die Leute denken, schau dir die an, die Schmarotzer, die Assis, sollen sie doch arbeiten gehen, gammeln den ganzen Tag nur zu Hause rum und ja. Auch er kommt regelmäßig hierher.
Er möchte nicht erkannt werden. Zu groß ist die Scham, die Angst vor weiterer Ausgrenzung. Eine mögliche AfD-Regierung macht ihm Sorgen. Ich möchte nicht, dass es so weit kommt, dass die AfD an die Macht kommt. Für uns Leute, die hier zur Tafel gehen, für die Bürgergeldempfänger, hat die AfD nichts übrig. Und trotzdem, die Partei würde auch von armen Menschen gewählt, erzählen sie hier. Ich kenne einige Leute auch meiner Nachbarschaft, die Bürgergeld bekommen. Und die würden die AfD wählen. Die würden sich selbst schaden, wenn sie die AfD wählen würden. Aber die wählen die. Das hört man ja. Das ist beängstigend. Dann bis nächste Woche. Nächste Woche. Tschüss. Weniger Hilfe für Arbeitslose, das fordert die AfD. Aber würde unter einer AfD-Regierung die Armut in Deutschland wirklich weiter zunehmen, wie es die künstliche Intelligenz vorhersagt? Wie stünde es in einem AfD-Staat um die untere Mittelschicht? Um Geringverdiener? Um die sich die Partei angeblich besonders kümmern will? Die AfD stimmte gegen die Erhöhung des Mindestlohns. Laut ihres Grundsatzprogramms ist sie gegen eine Mietpreisbremse, gegen eine Besteuerung hoher Vermögen. Was würde eine AfD-Regierung konkret bedeuten? Das Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung hat die Steuerpläne aller Parteien zur Bundestagswahl 2021 untersucht und kam zu folgendem Ergebnis. Eine Familie mit zwei Kindern und einem Jahreseinkommen von 40.000 Euro hätte nach den Steuerplänen aller anderen Parteien mehr Geld zur Verfügung. Von den Plänen der AfD aber würde sie nahezu gar nicht profitieren. Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hat die Pläne der Partei analysiert. Was wäre, wenn die AfD an die Macht käme und ihre Sozialpolitik umsetzen könnte? Wenn die AfD ihre Konzepte, ihre Ideen in der Wirtschaftsfinanzpolitik, in der Sozialpolitik, in der Gesellschaftspolitik umsetzen könnte, dann hätten wir nicht nur ein sehr viel ärmeres Land, mit vielen Millionen Arbeitslosen, sondern auch ein viel stärker politisch und sozial polarisiertes Land. Die größten Verlierer der AfD-Politik wären gerade die Menschen, die verletzlich sind mit mittleren, geringen Einkommen. Also es gäbe viel mehr soziale Konflikte und eine deutlich höhere soziale Ungleichheit. Das wäre das Resultat der AfD-Politik. Die AfD an der Macht. Arbeitslose und Geringverdiener ausgegrenzt. Menschen mit Migrationsgeschichte vertrieben. Wir fragen weiter, wie sähe es mit den Grundrechten aus, in einem Staat, der von der AfD regiert werden würde? Was würde es für kritische Stimmen bedeuten, für Medien und Journalisten, für die Meinungsfreiheit? Auch dazu hat die künstliche Intelligenz ein Zukunftsszenario entworfen, entwickelt auf Basis öffentlich zugänglicher Daten, auch Aussagen und Positionen von AfD-Politikern. Unsere Frage? Die AfD regiert in Thüringen. Welche Auswirkungen hätte das auf die Pressefreiheit? In einem Redaktionsbüro herrscht eine angespannte Atmosphäre. Journalisten blicken hin und wieder besorgt zu ihrem Chefredakteur, Herrn Weber, der in ein Telefonat vertieft ist. Herr Weber? Verstehe. Ja, aber das schränkt unsere Berichterstattung erheblich ein. In Ordnung, ich werde es dem Team mitteilen. Er tritt aus seinem Büro. Herr Weber? Leute, wir müssen über einige Änderungen sprechen. Es gibt jetzt Richtlinien für unsere Berichterstattung. Journalistin? Was für Richtlinien? Wer bestimmt das? Herr Weber? Die neuen politischen Führer. Sie haben Druck auf die Verlagsleitung ausgeübt. Bestimmte Themen sind jetzt tabu und bei anderen müssen wir, sagen wir, vorsichtig sein. Eine AfD-Regierung, die Druck auf kritische Journalisten ausübt? Bestimmt, was und wie berichtet wird? Er spürt, wie sich die Arbeit als Journalist jetzt schon verändert. Ich bin Peter Hagen und arbeite als Reporter bei der Ostthüringer Zeitung. Wir treffen Peter Hagen im November in dem kleinen Ort Plotten in Ostthüringen. Genau hier hatte er nur Tage zuvor von einer Veranstaltung der AfD berichtet. Zunächst verlief alles ruhig.
Als ich rausgehen will, kam mir plötzlich jemand entgegen, pöbelte mich an, du Ratte, traust dich hierher. Und im gleichen Moment kriege ich einen kräftigen Hieb auf den Hinterkopf, mir wird das Basecap gleich entrissen. Aus dem Nichts beschimpft und geschlagen, weil man ihn offenbar als Journalist erkannt hat. Als die Polizei kommt, ist sein Angreifer schon weg. Danach will Peter Hagen nach Hause fahren. Ich vernahm dann beim Rückwärtsausparken merkwürdiges, knisterndes Geräusch. Bin dann nochmal ausgestiegen. Er stellt fest, alle Reifen wurden mit Schrauben durchbohrt. Der zweite Angriff gegen ihn bei der AfD-Veranstaltung. Bei Peter Hagen hat das Spuren hinterlassen. Das macht schon was, ja. Ja, es ist so. Aber Sie wollen weitermachen? Ja. Ich sag ja, wenn wir dort aufhören, wo uns gerne andere aufhören sehen wollen, dann wird man einen großen Fehler machen. Journalisten, die angegriffen und eingeschüchtert werden, die aufhören sollen, kritisch über die AfD zu berichten. Was eine AfD an der Macht für die Pressefreiheit bedeuten würde, machte die Partei beim Landesparteitag in Thüringen deutlich. Der extrem rechte Publizist Jürgen Elsässer wurde freudig empfangen. Pressefreiheit offenbar nur für jene, die im Sinne der Partei berichten. Uns dagegen versuchte man hier den Zutritt zu verweigern. Vor dem Saal kam uns der AfD-Bundestagsabgeordnete Jürgen Pohl entgegen. Noch 12. Wissen Sie das? 12 Monate nach Thüringen gewählt und wir kündigen den Rundfunkstaatsvertrag. Den Witz wollte ich unbedingt heute reißen. Nur ein Witz oder meint ihr das ernst? Also, das meine ich ja. Den Rundfunkstaatsvertrag kündigen, die Meinungsvielfalt einschränken, könnte ein AfD-Ministerpräsident das einfach so? Welche Eingriffsmöglichkeiten eine Partei wie die AfD hätte, hat der Jurist und Publizist Maximilian Steinbeiß untersucht. Den MDR-Staatsvertrag, den kann der Ministerpräsident von Thüringen mit einer Unterschrift kündigen. Und dann ist Thüringen draußen. Da gibt es keine Parlamentsdebatte dazu, da gibt es keine öffentliche Auseinandersetzung dazu. Das kann er einfach exekutieren. Aber auch auf private Medien könnte eine AfD-Regierung Einfluss nehmen, so Steinbeiß. Zum Beispiel durch die Finanzierung und das Aufkaufen von Medienunternehmen. Und auf die Weise kann man effektiv tatsächlich auch die private Medienlandschaft so umsteuern, dass da nicht mehr viel wächst, was man nicht will, dass da wächst. Die Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in einem Staat, in dem die AfD die Macht hat? Die Partei hat noch ein anderes zentrales Grundrecht im Visier: die Religionsfreiheit. Wir fragen die künstliche Intelligenz nach einem weiteren Blick in die Zukunft. Die AfD regiert seit mehreren Jahren. Was bedeutet das für Muslime und ihre Religionsfreiheit? Ein ehemaliger Gebetsraum in einer Moschee, jetzt leer und verstaubt. Die Fenster sind mit Brettern vernagelt. Fatima, es ist schwer zu glauben, dass dies einmal ein Ort des Gebets und der Gemeinschaft war. Was ist nur aus unserer Freiheit geworden? Imam Yusuf, die Regierung hat unsere Rechte Stück für Stück eingeschränkt. Zuerst waren es Sicherheitsmaßnahmen, dann Integrationserfordernisse. Nun stehen wir hier. Fatima, unsere Kinder wachsen in einer Welt auf, in der sie für ihren Glauben verurteilt werden. Keine Religionsfreiheit für Muslime unter einer AfD-Regierung? Die Haltung der AfD zum Islam ist klar. Der Islam gehört nicht zu Deutschland, weil er nicht zu unserem Rechtsstaat gehören kann. Wir müssen die De-Islamisierung Deutschlands und Europas vorbereiten. Islam und Grundgesetz schließen sich aus. Ich heiße Suleiman Malik. Ich bin Landessprecher der Ahmadiyya-Gemeinde hier in Thüringen. Suleiman Malik baut die erste Moschee in Thüringen, am Rande von Erfurt. Mittlerweile ist sie fast fertig, nach 7 Jahren.
Ein Weg mit vielen Widerständen. Wir haben zum Beispiel Proteste erlebt mit tausenden Menschen, die auf der Straße gegangen sind. Und diese Proteste wurden begleitet auch von rechtsradikalen Szenen, die gemeinsam mit der AfD diese Proteste organisiert haben. Rückblick, Erfurt im Mai 2016. Nein zu Moscheen mit Kuppel und Minarett. Nach Bekanntwerden der Moscheepläne rief die AfD zu Demonstrationen auf. Gemeinsam mit der rechtsextremen Pegida-Bewegung. Vorneweg Björn Höcke. Dass auf unserem Dom der Halbmond zu sehen sein wird. Und ich frage euch, wollt ihr das? Die rechte Stimmungsmache zeigte Wirkung. Kreuze wurden vor der Baustelle der Moschee aufgestellt. Unbekannte verteilten Schweinekadaver auf dem Gelände. Und dabei blieb es nicht, sagt Malik. Es gab zum Beispiel Baufirmen, die bestimmte Aufträge nicht angenommen haben, weil sie mit einem Moscheebau nichts zu tun haben wollten. Und auch eingeschüchtert worden sind. Das heißt, man hat sie konkret bedroht, wenn die bei uns arbeiten, werden deren Fuhrpark brennen zum Beispiel. Was die AfD mit Menschen wie ihm und seiner Religion offenbar vorhat, hat Süleyman Malik unmittelbar zu spüren bekommen. Im Juni 2023 trifft er im Zug auf zwei thüringische AfD-Abgeordnete. Am Bahnhof angekommen, filmt er, wie die Politiker mit einem seiner Bekannten diskutieren. Der AfD-Abgeordnete Thorsten Zuppern ruft ihm zu. Sie sind ja auf verlorenen Posten, Sie haben in Thüringen ja nichts mehr zu melden. Aber unverhohlene Drohungen eines AfD-Politikers. Vertreiben lassen will Süleyman Malik sich davon aber nicht. Ich habe eine Moschee hier gebaut. Das bedeutet mir viel, weil ich mich für diese Gesellschaft eingesetzt habe. Und Sie lassen sich hier nicht? Nein. Deutschland ist meine Heimat und diese Heimat lasse ich mir nicht von der AfD kaputt machen. Keine Religionsfreiheit für Muslime? Alles andere als ein fernes Zukunftsszenario künstlicher Intelligenz? Während die AfD versuchte, den Moscheebau zu verhindern, gab es aber auch Unterstützer. Die jüdische Gemeinde in Thüringen. Hier in Erfurt wird heute Chanukka gefeiert. Süleyman Malik ist auch eingeladen. Das Fest ist ruhiger als sonst. Alles steht unter dem Eindruck des Terrors der Hamas am 7. Oktober und den Folgen auch hier in Deutschland. Mein Name ist Reinhard Schramm. Ich bin der Vorsitzende der jüdischen Landesgemeinde Thüringen seit 2012. Die Synagoge in Erfurt wird aktuell besonders intensiv von der Polizei bewacht. Für Reinhard Schramm ist klar, islamischer Antisemitismus ist eine reale Gefahr für Jüdinnen und Juden in Deutschland. Eine Partei wie die AfD aber auch. Ich finde das unanständig, weil ich bin zutiefst überzeugt, wer gegen Muslime als Ganzes sich wendet, der wird sich auch gegen Juden wenden. Wir setzen uns da immer dagegen ein, Minderheiten auszugrenzen, weil aus der Ausgrenzung wird ja anschließend Schlimmeres. Zumindest glauben wir das aus der Erfahrung der jüdischen Geschichte. Reinhard Schramm hat die NS-Zeit als Kleinkind nur überlebt, weil er sich mit seiner Mutter verstecken konnte. Die hohen Umfragewerte der AfD in Thüringen machen ihm Angst. Gerade weil die Zeit von 45 so weit weg ist, besteht eben die Gefahr, dass alte gefährliche Ideologien in Vergessenheit geraten und die Chance einer nicht der direkten Wiederholung, aber ähnlicher Wiederholung möglich sind. Eine Wiederholung der Geschichte aus Unwissenheit.
Die Erinnerungskultur soll genau das verhindern. Wie stünde es um die Erinnerung an die NS-Verbrechen unter einer AfD-Regierung? Nochmal fragen wir die künstliche Intelligenz. Die AfD regiert seit einiger Zeit in Deutschland. Was würde das für die Arbeit von NS-Gedenkstätten bedeuten? Die Szene öffnet sich in einem kargen Besprechungsraum. Ein älterer Mann, der Leiter der Gedenkstätte, sitzt an einem Tisch mit mehreren Mitarbeitern. Der Leiter? Seit die AfD an der Macht ist, stehen wir vor großen Herausforderungen. Sie haben die Finanzierung für Gedenkstätten drastisch gekürzt. Ein weiterer Mitarbeiter betritt den Raum. Ihr werdet nicht glauben, was gerade passiert ist. Die Regierung will eine Ausstellung finanzieren, die die positiven Aspekte der deutschen Geschichte während des NS-Regimes hervorhebt. Positive Umdeutung der NS-Geschichte? So klingt das bei AfD-Politikern heute. Wir lassen uns diese Geschichte nicht schlecht reden, liebe Freunde, denn unsere Vorfahren waren keine Verbrecher. Unsere Vorfahren waren große Männer und Frauen, es waren Helden, es waren Vorbilder. Der Nazi, der ewige Nazi muss raus aus den Köpfen der Deutschen. Wir müssen wieder gerade und selbstbewusst in die Zukunft gehen, liebe Freunde. Wir können das Büßerhemd ein für alle Mal ablegen. Mein Name ist Jens Christian Wagner. Ich bin Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora und Professor für Geschichte in Medien und Öffentlichkeit an der Universität in Jena. Buchenwald war eines der größten Konzentrationslager der Nationalsozialisten. Mitten in Deutschland, in Thüringen. Politische Gefangene, Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle. Über eine 250.000 Menschen wurden hier inhaftiert. Zehntausende getötet. Die Arbeit der Gedenkstätte bedeutet, hier zu forschen und Wissen über die Verbrechen des Nationalsozialismus zu vermitteln. Doch all das sieht Jens Christian Wagner durch eine mögliche AfD-Regierung bedroht. Das wäre eine Katastrophe für Thüringen, es wäre eine Katastrophe für alle Menschen, die hier leben, insbesondere aber für diejenigen, die nach Meinung der AfD nicht dazugehören. Es wäre nicht zuletzt aber auch eine Katastrophe für die Erinnerungskultur in Thüringen und damit auch für die Gedenkstättenarbeit in Buchenwald, im Mittelbau-Dora. Eine Abkehr von der Erinnerungskultur? Welche Ziele verfolgt die AfD damit? Die AfD will einen Schlussstrich unter die nationalsozialistische Geschichte Deutschlands ziehen. Sie macht die Verbrechen klein, will die deutsche Geschichte normalisieren und in einer noch weitergehenden Art und Weise mit der Aufarbeitung des Nationalsozialismus brechen, weil sie darin das zentrale Hindernis dafür sieht, eine neue rechtsextreme Regierung zu installieren. Jens Christian Wagner lässt AfD-Politiker nicht an Gedenkveranstaltungen teilnehmen. Die Haltung der AfD in Bezug auf die NS-Zeit habe Folgen, sagt er. Zunehmend komme es in den letzten Jahren zu rechtsextremen Übergriffen. Antisemitische Schmierereien und Besucher, die die NS-Verbrechen in Frage stellten, die Opfer verhöhnen. Nahe der Gedenkstätte wurden im Sommer 2022 Bäume, die an Opfer des Konzentrationslagers erinnern sollten, von Unbekannten abgesägt. Sollte die AfD an die Macht kommen, könnten aber ganz andere Angriffe drohen, fürchtet Wagner. Solche, wie sie auch die KI darstellt. Die Partei könne Fördermittel streichen oder Einfluss auf die Gremien nehmen. Der für Kultur zuständige Minister ist per Gesetz der Stiftung Stiftungsratsvorsitzender und wäre damit de facto so etwas wie mein Chef. Und das könnte theoretisch ein Politiker der AfD sein oder ein Politiker von Gnaden der AfD. Und das ist tatsächlich ein unerträglicher Gedanke für mich. Klein beigeben wollen Sie hier aber nicht. Wir werden dagegen halten,
Wir werden auch einem Ministerpräsidenten Björn Höcke nicht erlauben, an Veranstaltungen in der Gedenkstätte Buchenwald teilzunehmen. Und dieses Verbot werden wir, solange es nur irgend möglich geht, aufrechterhalten. Und letzten Endes wird man mich hier raustragen müssen. Der AfD-Staat. Verharmlosung von NS-Verbrechen. Einschränkung von Grundrechten. Soziale Konflikte. Vertreibung von Millionen Menschen. Nur ein fernes Zukunftsszenario? Im September werden in Thüringen, Brandenburg und Sachsen die Landtage gewählt. Überall liegt die AfD nach Umfragen vorne. Jens Christian Wagner geht dagegen auf die Straße. Gemeinsam mit Hunderttausenden. Was in der Zukunft tatsächlich geschieht, es hängt entscheidend davon ab, wer in diesem Land am Ende die Mehrheit hat.